So, das Ganze geht sogar in 4K. Holla die Waldfee. Wir gucken da jetzt auf jeden Fall rein und ich werde jetzt hier gucken, da ich nicht auf Stopp drücke. Sonst werden wir damit nämlich gar nicht mehr fertig. Ich werde es wahrscheinlich eh nicht schaffen und hier und da mal kurz auf Pause drücken müssen, um über das ein oder andere zu reden. Wir starten mit Jurassic World Horror Short, der in der Zurzeit von Jurassic World Dominion spielen soll. Jurassic World Dominion. Das Logo ist mitunter das geilste an Jurassic World Dominion. Das einzig Gute an Jurassic World Dominion ist das Logo. Okay. Muss hier schon auf Stopp drücken. Ich finde es ja alles super geil gemacht von Ali. Was mir aber auch immer wieder auffällt, bei seinen Short-Videos oder bei seinen Blender-Videos, er kriegt die Größenverhältnisse nicht so ganz hin. Oder? Das sieht gerade aus, als wäre das eine Kuh, die geschrumpft wäre, die hier langläuft, oder nicht? So, die müsste, das sieht alles so, das sind doch Grashalme hier. Die sind so gigantisch groß. Das ist mir schon mal irgendwann aufgefallen. Ist aber auch sau schwierig dazu, muss man auch dazu sagen. Aber das finde ich immer recht lustig. Und ich meine, dass sogar der Hintergrundsound gerade. Das ist eine abgewandelte Variante vom Jurassic World Soundtrack. Hat er das auch selber gemacht? Wäre eine gute Frage. Hat er mit Ali sogar mal geschrieben gehabt, ob wir da nicht mal ein Interview machen können? Wo er auch mal so ein bisschen erzählen kann. Was da jetzt wirklich so abgeht oder wie er das Ganze gemacht hat. Vielleicht machen wir das irgendwann nochmal. Was, ein Stegosaurus wurde bei einer Schule in Dallas gesehen, hat er, glaube ich, gerade gesagt. Ja, diese Radiosender kennen wir auch aus Jurassic World Dominion, beziehungsweise aus dem Kurzfilm Battle at Big Rock. Und hier passt es jetzt allerdings wieder. Hier sind jetzt so, ich glaube, vorhin hat er einfach versucht, so ein bisschen mehr den Waldcharme einzubauen, weil jetzt hier haben wir ja wieder die perfekten Verhältnisse, die Größenverhältnisse, die passen jetzt hier wieder. Die Sets sind unfassbar geil gebaut. Ich habe mich ja auch mal in Blender so ein bisschen reingefuchst. Ich kann mir ungefähr vorstellen, was für eine Arbeit das ist, das alles so aufzubauen. Deswegen macht es auch Sinn, dass er daraus drei Parts gemacht hat mit demselben Setting. Und auch er hier. Wenn wir uns mal an die allerersten Videos von Ali zurückerinnern, da sahen die Figuren noch nicht so geil aus. Die sind hier schon recht detailliert. Das gefällt mir alles sehr gut. Schöner Effekt, sehr gut gemacht. Texas, Februar 2021. Könnte, glaube ich, passen, ne, von der Zeit her. Ali Awada Film. The Trespasser. Auf jeden Fall abonnieren auch Alis Kanal. Den werde ich hier auf YouTube, wenn ihr das Ganze hier auf YouTube seht, in der Beschreibung unten verlinken. Ich hätte auch mal so Bock, selber so einen Kurzfilm mit Blender zu machen.
Aber ich weiß nicht, wie lang du dich da in dieses Programm reinfuchsen musst, um sowas zu können. Einfach die Was-wäre-wenn-Geschichten genau so animieren. Wie geil wäre das denn? Sag mal ganz ehrlich, ey, so Was-wäre-wenn-Geschichten, das wäre doch echt mächtig. Wird scheinbar beobachtet und er sucht eine Kuh. Also eine Kuh fehlt. Der Klassiker. Auch mit der digitalen Kameraführung. Das ist ja eine digitale Kameraführung. Ist ja nochmal was ganz anderes, eine echte Kamera zu führen. Oh, er hat die Kuh nicht gefunden. Was könnte mit der Kuh wohl passiert sein? In einem Film, in dem es um Dinosaurier geht. Ein Horror-Shortfilm mit Dinosauriern. Ich weiß tatsächlich aber auch nicht mehr, was für Saurier wir hier sehen. Aber ich meine, diesen Part hier eigentlich gesehen zu haben. Kann aber sein, dass ich da nur so nebenbei irgendwie wirklich aufmerksam gewesen bin. Dass ich gerade irgendwas noch gemacht habe nebenbei. Ich erinnere mich nicht mehr dran, was da jetzt für ein Tier auftauchen könnte. Nicht spoilern übrigens hier im Chat, ne, wenn ihr es wisst. Warte noch ein bisschen, bald gibst du sowas in eine KI ein. Auch eine Möglichkeit, ja. Obwohl ich mag es lieber, Sachen selber zu machen, als den leichten Weg immer zu nehmen. Bis eine KI sowas kann, das dauert noch länger. Bis dahin habe ich auch Dings gelernt, Blender gelernt. Meint ihr, Ali verfilmt meine Was-wäre-wenn-Geschichten? Lieber Ali Awada, wir können beide davon profitieren. Es fehlt wieder eine Kuh, oder nicht? Eben waren es noch 3 gewesen, jetzt sind es noch 2. Oh. Ihr werdet lachen. Also eigentlich habe ich mit Ali einen ganz guten Kontakt gehabt. Wir haben miteinander geschrieben, alles drum und dran. Und dann habe ich gesagt, hier du, ich habe auch mal Ideen für so ein Video. Und da ist seine Antwort gewesen, ja, wenn du Kanalmitglied wirst, kannst du in die Rubrik Ideen ja was reinschreiben. Und dann habe ich nicht mehr nachgefragt. Da habe ich mir gedacht, jetzt okay, gut, er will mich schon so da reinlocken in die Kanalmitgliedschaft. Aber ich kann ihn einfach mal anschreiben, na klar. Ja, ist ja gut, wenn du mit ihm kommunizierst, natürlich, das ist schon vorausgesetzt, ja. Ich werde das mal in Angriff nehmen. Mal gucken. Er wird wahrscheinlich aber auch schon am nächsten Projekt sitzen, schätze ich einfach mal. Der wird bald dann der nächste Kurzfilm erscheinen. Kurzer Kaiju-Fact nochmal an der Seite. Trespasser, so heißt hier der Kurzfilm. So heißt auch der allererste Kaiju, der in Pacific Rim jemals zu sehen ist. Der heißt auch Trespasser. Quasi Grenzübertreter. Sowas in der Art. Wenn du jetzt alle Saurier reinschreibst, die es nicht gewesen sind, ist das auch ein Spoiler. Nur so nebenbei. Bitte einfach nicht. Ich weiß, der Drang ist immer sehr groß, Sachen zu spoilern. Aber lass es einfach sein. Okay.
Okay, der hat jetzt die Kuh angebunden, um den Saurier anzulocken, schätze ich mal, ne? Das ist jetzt hier so die Grundidee. Jetzt schläft er ein und dann ist das Vieh weg. Achtung. Bitte hat er noch einen Traum vom Allen Raptor. Wenn der Allen Raptor jetzt nicht drin ist, brauchen wir auf jeden Fall eine Extended-Version hiervon. Nee, das Vieh kommt. Ah, das ist ein Quatzel-Quatzel, oder wie das Vieh heißt, ne? Oh. Ja, das sind eigentlich auch ziemlich geile Viecher, ey. Die sind ja auch riesengroß, diese Tiere, ne? Das ist eine geile Idee, die mal einzubauen. Das ist übrigens hier, Universal, das ist eine Idee übrigens für eine Jurassic World-Serie. So ein Szenario, nicht mit irgendwelchen dämlichen Heuschrecken. Hat sich aber bös verbessert mit der Animation, ne? Das sieht ja richtig geil aus. Auch mit dem Licht und sowas, alles drum und dran. Ich weiß gar nicht, ob Ali das auch wirklich studiert hat oder irgendwas. Ob der macht ja auch, oder er hat zumindest auch mal Realfilme mit Blender gemacht, ne? Mit seiner Tochter zusammen, glaube ich. Wo er selber in einer CGI-Welt herum, das sieht saugeil aus. Also für selbstgemachte Kurzfilme ist das unglaublich krass. Oh Gott, diese Stille, ey. Sehr clever, Schüsse offscreen. Ja. Ich bin auch vom Raptor ausgegangen, tatsächlich. Weil das so der Klassiker ist, ne? Raptoren sind immer dran schuld. Okay, scheinbar ist er jetzt ohnmächtig geworden und wacht erst am nächsten Tag wieder auf. Und lass mich raten, es fehlt noch eine Kuh. Yes, officer, three of my livestock have been stolen. Two, I'm presuming, are dead. One still missing. Es ist nur noch eine einzige da, glaube ich. Dinosaur things have been sneaking over to the cow barn and snatching my girls one after the other. I tried to stop it. Heck, I shot at it several times. Didn't do a goddamn thing. She's the last. Telefoniert er gerade? Oder dreht er jetzt durch? Nee, die Kuh ist scheinbar noch abgehauen. Ist es die, die am Anfang angekettet war? Nee, die ist ja auch gestorben, ne? Das hier ist die letzte Kuh anscheinend, die noch da ist.
weil der bewegt sich halt auch saugut. Also von der Animation her. Der Flugsaurier. Du musst dir einfach überlegen, dass diese Szene jetzt hier eben gerade, dass hier gerade eine Kuh die Hauptrolle spielt und du fühlst mehr mit als mit jeder Figur in Jurassic World Dominion. Bräuchtest du jetzt Owen mit seiner Handbewegung? Ja, Owen ist halt einfach, das ist der perfekte Charakter. Der kann alles, alles so einfach lösen. Jedes Problem. Was kommt jetzt? Okay, wenn der schon abhaut, kommt jetzt irgendwas noch Größeres. Achtung. Wenn der jetzt schon wegfliegt, passiert jetzt irgendwas anderes. Sieht ja krass aus. Das ist ja ein saucooles Design. Warte nochmal kurz eins zurück, Moment. Sieht ja nicht so aus wie der Stegosaurus, den man im Adventskalender ziehen konnte. In dem von 2022. Der hat auch so gelbe Streifen, glaube ich, gehabt. Aber gefällt mir richtig gut. Und es passt sogar, das ist so clever eigentlich, dass wir am Anfang im Radio gehört haben, dass ein Stegosaurus in der Nähe von einer Schule gesehen wurde. Und jetzt kommt hier ein Stegosaurus rein. Das nennt man Foreshadowing. Dass man jetzt hier auch nochmal so die schönen Seiten sieht. Obwohl Stegosaurier in Jurassic World Evolution die größten Arschlöcher sind. Also generell Pflanzenfresser sind. In dem Spiel sind die so unfassbar aggressiv. Guck mal, wie schön das einfach aussieht. Auch so ein bisschen Nebel mit eingebaut. Und das ist schon wirklich schön.
Aber die Kuh ist schon sehr schlau. Die hat sich jetzt nicht wegbewegt bis in die Nacht. Aber irgendwas ist da ja noch. Da ist noch irgendein anderes Tier. Sonst wäre der Quitzelquatsch so eben nicht weggeflogen. Der Quitzelquapsel kann doch gar nicht vor dem Stego geflohen sein. Na, glaube ich auch nicht. Ich glaube nicht vor dem Stegosaurus. Ich glaube vor irgendwas anderem. Kommen jetzt die Velociraptoren vielleicht? Aber würde das... Der würde ja nur vor irgendeinem großen Vieh abhauen, oder nicht? Allosaurus. Wäre clever. Dass man eben sagen könnte, okay, das ganze Ding hier spielt kurz nach Battle at Big Rock. Würde aber nicht passen vom Ort her, ne? Aber, ja. Carnotaurus, Allosaurus würde ich ganz gern sehen. Das wäre echt cool. Dinosaurus hatten wir schon. T-Rex auch in- und auswendig. Giga glaube ich auch nicht. Da habt ihr es gehört. Ah. Würde der wirklich abhauen von Velociraptoren? Ja, möglicherweise schon. Ich glaube zwar eher andersrum. Bessie? Aber jetzt kommen dann doch noch die Velociraptoren mit rein in die ganze Nummer. Sehr coole Sache. Das freut mich. Oder war das gerade ein Pyro-Raptor gewesen? Weil der hat gerade so einen flachen Schwanz gehabt, oder nicht? Habe ich noch Kaffee mehr? Sah schon aus wie ein Velociraptor, meinst du? Na gut, stell dir mal vor, du musst auch noch die ganzen Federn animieren von dem Pyroraptor. Boah, das wäre schon krass. Vor allem, wenn du in einem Dings bist, wenn du in der Situation bist, dass Dinosaurier irgendwie dein Anwesen belagern. Dann, ey, solltest du einfach weder eine Jeans anziehen, noch ein Polohemd. Da musst du die Jogginghose anziehen. Ist ganz wichtig einfach, Überlebenstipps. Wenn der Jurassic Park irgendwann real wird und die Welt von Dinos überlaufen wird, zieht auf jeden Fall Jogginganzüge an, Jogginghosen an. Das ist die Hosen am wichtigsten. Könnt auch gerne ein Polohemd oben drauf ziehen. Mir ist auch ein Anzug, aber keine Jeans einfach, ey. Das ist ganz, ganz schrecklich. In der Apple TV Plus Doku, du meinst Prehistoric Planet wahrscheinlich, hat sogar der T-Rex Respekt vorm Quatzel-Quatzel. Macht auch Sinn, das Vieh ist ja schon riesig. Der hat ja ein riesen Maul, das Vieh. Der ist ja schon heftig, ey. Ich finde den aber auch ganz geil vom Design her. Fällt mir noch besser als der Pteranodon sogar. Sehr viel besser. Schon krass und unvorstellbar, man lebt in so einer Welt. Dann ist es nur für kurze Zeit neben Dinosauriern. Ey, das ist wirklich, ja, tatsächlich. Und die Frage halt, was würden wir machen? Wie würden wir selber reagieren, wenn die gesamte Welt mit Dinosauriern überlaufen wäre? Das ist so eine interessante Frage. Und Jurassic World Dominion macht einfach nichts daraus. Gar nichts. Das ist so interessant mal zu sehen. Was macht denn ein Farmer, wenn plötzlich Dinosaurier überall sind? Was macht denn ein Pilot? So wie gehen denn jetzt Fluggesellschaften damit um, dass auf einmal Flugsaurier überall sind? So Kleinigkeiten, so in reales Leben eintauchen und eben gucken, was sich dann eben alles auch verändern würde. Für jeden von uns würde sich einiges verändern. Ja, hier einer wollte vorhin schon einen Kompi-Spieß essen. So die menschlichste Herangehensweise. Wir essen die einfach. Aber ja.
Ja, am besten ziehst du aber Arbeitsschuhe an. Arbeitsschuhe, damit du dem Raptor mit den Stollen so voll in die Eier treten kannst. Auch überlebenswichtig. Wenn es ein Weibchen ist, dann musst du ihm ins Gesicht treten. Scheinbar ein sehr religiöser Mensch, der jetzt erstmal dafür betet, dass er wahrscheinlich nicht gefressen wird. Aber ich frage mich gerade, er hat doch vorhin telefoniert. Das heißt, er hat ja Kontakt zur Außenwelt. Dann kann er ja gar nicht so krass abgeschottet sein, würde ich einfach mal behaupten. Aber vielleicht kommt dann auch die Kavallerie reinmarschiert. Und rettet ihn. Auch so Details hier. Das sind wahrscheinlich so Bilder. Ah, Moment. Da sind aber zwei. Nee. Ich dachte gerade, man kennt die beiden Personen vielleicht sogar. Nee. Aber sagt mir jetzt nichts. Okay. Das ist auch interessant. Das ist aber auch wirklich Spannung. Wieso hat das Jurassic World Dominion nicht so umgesetzt? Ganz ehrlich. Und die Tür ist auf, natürlich. Denn Raptoren können Türen öffnen. Wie wir ja gelernt haben in Jurassic Park. Das sieht für mich immer noch... Ja, okay, doch, ist ein Velociraptor. Die Krallen sahen mir eben zu lang aus. Aber das war, glaube ich, nur der Schatten gewesen unten. Jumpscare. In 3, 2... Fast. Ohne Witz, wollte aber eben gerade auch revidieren und Pyro sagen, ja. Er sah ja schon ein bisschen so aus. Auch gerade, weil der Schwanz hinten so mitgewickelt ist, ne? Also entweder hat er ein neues Design für die Raptoren sich ausgesucht. Oh. Was ist das? Das sieht eher aus wie so ein Mini-Allosaurus, oder? Uta-Raptor könnte auch sein, aber von den Geräuschen her hat es halt sehr an den Velociraptor erinnert. Aber das ist auf jeden Fall was anderes. Das ist kein Velociraptor. Definitiv nicht, weil Ali hat nämlich auch zu Halloween-Zeit hin, hat er ein Bild gepostet, wo er wirklich echte Velociraptoren animiert hatte. Also er kann das auf jeden Fall. Das heißt, das sind auf jeden Fall andere Tiere. Muss leider gehen, mein Akku ist leer. Bis zum nächsten Stream. Tschüss. Ja, alles klar, mach's gut, bis zum nächsten Mal. Schön, dass du dabei warst. Hast du eigentlich mal Path of Titan gespielt? Nee, noch gar nicht. Aber auch die Geräusche eben gerade, das muss irgendeine Art von Raptor auf jeden Fall sein. Das sind keine Velociraptoren, aber es muss irgendeine Art von Raptor sein.
Okay, wenn der Raptor jetzt wirklich ans Telefon geht und einfach ins Telefon reinschreit, Alan, wäre das unfassbar geil. Wird aber nicht passieren. Wir gucken gleich mal in die Beschreibung rein, ob möglicherweise sogar drin steht, was für Raptoren das sind. Drei Stück auf jeden Fall, okay. Größer als Velociraptor, habe ich das Gefühl. Also Utahraptoren könnten es auf jeden Fall auch noch sein. Atrociraptoren würde auch nicht passen. Und von den Geräuschen her müssen es Raptoren sein, in irgendeiner Form. Was groß, also eventuell Utahraptoren, Dakota-Raptoren. Dakota-Raptor habe ich auch schon mal gehört. Ich weiß aber gerade nicht, wie die aussehen aus dem Kopf raus. Ey, wenn du jetzt schießt, mein Freund, ne, dann wissen die alle, wo du bist. Okay, jetzt würde ich einfach, ja. Und mal ganz ehrlich, das ist doch nicht zu viel Gewalt für einen Jurassic-Film, oder? Das ist doch vollkommen in Ordnung, bin ich der Meinung zumindest. Ich freue mich so auf das Deathground, auf das Spiel, wenn das endlich rauskommt. Ich habe da so Bock drauf auf ein schönes Dinosaurier-Horrorspiel. Warum hängt da ein Strick im Keller? Seht ihr das? Oder das, nee, das soll was zum Befestigen sein, glaube ich. Glaube ich einfach mal. Keine Ahnung, ob wir vielleicht gerade irgendwelche Hintergrundinformationen über diese Figur bekommen, die wir gar nicht hätten kriegen sollen, wollen. Es sieht aber einfach aus, als würde da ein Strick hängen. Der war gut eben, der war echt gut. Ja, weg aus dem Haus auf jeden Fall, ey. Ja,
wisst ihr, guck mal, das ist jetzt zum Beispiel einfach nicht so, wie man so schön sagt, so random passiert, dass der aufgetaucht ist. Das wurde vorher angedeutet. Das mit dem Stegosaurus meine ich jetzt. Am Anfang hast du diese Radiosendung gehabt, wo eben erklärt wurde, ey, es wurde ein Stegosaurus irgendwo gesichtet. Dann hast du irgendwann gesehen, wie der Stegosaurus, der gesichtet wurde, auf das Anwesen von diesem Herrn gelaufen ist. Und jetzt rennt der Raptor quasi raus und kriegt erstmal vom Stegosaurus eine gewischt. Und du kannst nachvollziehen, warum das so Sinn ergibt. Das kommt einfach nicht so aus dem Nichts heraus. Das ist geil. Das ist so. Du musst doch nur so eine Geschichte schreiben. Du musst doch nicht mehr beachten als sowas. Echt geil gemacht. Als ob der den jetzt angreifen würde. Komm schon, ey. Der Stego beschützt ihn jetzt sogar. Geil. Okay, das war vielleicht ein bisschen aus dem Nichts. Ja, das war möglicherweise ein bisschen aus dem Nichts. Aber trotz allem, Deus Ex Machina-Moment, den eigentlich der T-Rex normalerweise immer hat, hat jetzt eben hier der Quapsel-Quapsel bekommen. Das ist schon cool. Jetzt verlassen sie einfach zu dritt die Farm. Jetzt hast du ja quasi. Erstmal Applaus dafür. Jetzt hast du ja quasi eine Origin-Geschichte geschrieben für dieses Trio. Die Kuh, der Typ und eben der Stegosaurus, die jetzt irgendwie in der Welt da draußen klarkommen müssen. Das ist doch geil. Das ist doch echt cool gemacht. Gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Trespasser. Ich schaue gerade mal nach, ob ich irgendwie herausfinden kann, was das jetzt wirklich für Dinos gewesen sind. Und ob er das in die Beschreibung reingesetzt hat. Nee. Doch. Hier steht es tatsächlich. Dakota Raptor. Moment, ich switch gerade nochmal kurz rüber, dass ihr das sehen könnt. Hier. Da steht's. Dakota Raptor, tatsächlich. Sehr cool. Das heißt, Velociraptoren müssen noch irgendwie vorkommen, aber ich glaube, dass diese Geschichte hiermit vorbei ist. Ich glaube, diese gesamte Trespasser-Trilogie war das ja gewesen. Ich glaube, die ist jetzt hiermit auch fertig, es sei denn, Ali sagt wirklich, okay, ich mache doch nochmal einen weiteren Part dann damit. Aber ich weiß es nicht. Also anhand dessen, dass er jetzt schon wieder, wann kam das denn jetzt hier wirklich raus? Der letzte Part von ihm mit den Dakota Raptoren kam vor 3 Wochen, wurde das Ganze veröffentlicht. Vor 3 Wochen. Und so im Schnitt braucht er ungefähr einen Monat für die neuen Kurzfilme. Das könnte aber auch schon passen. Dann müsste jetzt ja, so denke ich mal, im Dezember ein neuer Kurzfilm kommen dann tatsächlich. Können wir uns bitte auf eins einigen? Witzel, Quatz oder Quatz. Was? Ich hab. Ja, du weißt, nee. Ich. Quapsel, passt schon. Damit jeder weiß, was gemeint ist. Der Quatzel. Okay. Ein sehr cooler Kurzfilm auf jeden Fall gewesen. Das finde ich schon echt super.